Freunde, es ist endlich soweit. Der finale Endkampf gegen Ganondorf, den Großmeister des Bösen, wird nun gleich beginnen. Im vorigen Part habe ich das Schloss von Hyrule komplett abgeschlossen. Ich habe alles gesammelt, was es zu sammeln gab. Abgesehen jetzt von ein paar Schatztruhen mit Rubinen drin, habe ich alles andere dabei. Ich bin bestens ausgerüstet und jetzt macht euch bereit für ein episches Finale. Und wie schon im vorigen Part erwähnt, in diesem Part hier wird der gesamte Endkampf gegen Ganondorf stattfinden. Und sobald er in der letzten finalen Phase am Boden liegt, werde ich den Part beenden, sodass ihr im nächsten Part die vollen Credits genießen könnt. Seid willkommen in meinem Palast. Du bist also dieser Ganondorf? Schön, dass man sich endlich kennenlernt. Ihr lächerlichen Schattenwesen. Die Götter wolltet ihr besiegen? Mit eurer Kraft, die dann doch so kräftig nicht war? Mir hat das nur genützt. Die Schmerzen, die euch widerfuhren, nährten meine Macht. Und es war euer Zorn, der mich zum Leben erweckt hat. Was eurem Volk gefehlt hat, war ganz einfach Kraft. Die absolute Kraft, die den Auserwählten der Götter vorbehalten ist. Nur der, der diese Kraft besitzt, ist würdig, König aller Könige zu sein. Du bist so arrogant. Wenn du denkst, du bist der Auserwählte, der über die absolute Kraft verfügt, dann werde ich dir trotzen mit allem, was mir zur Verfügung steht. Die Schatten fühlen sich gebunden durch die Kraft des Lichts. Wie äußerst amüsant. Nun gut, versucht nur mir zu trotzen, wenn ihr könnt. Stellt euch mir jetzt gegen, mit eurer Freundschaft und mit euren sogenannten Werten. Puh. Wie töricht, gegen einen König zu rebellieren, der über Licht und Schatten herrscht. Aber es sei, so spürt den Zorn des Königs am eigenen Leib. Ganons Marionette Zelda.
Freunde, der Endkampf hat begonnen. Das hier ist die erste Phase. Und hier muss man eigentlich nichts weiter tun, als die Blitzkugel mit dem Schwert wieder auf Ganondorf zurückzuschlagen. Und das insgesamt dreimal, dann hat man die erste Phase eigentlich auch schon geschafft. Und bitte seid mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht wirklich viel sagen werde. Genau, hier bei dem Kraftfeld muss man halt schön ausweichen. Weil ich möchte mich wirklich so gut es geht konzentrieren, um meinen Schaden so gering wie möglich zu halten. Und das war's auch schon. Die erste Phase ist geschafft. Ganondorf hat noch nicht genug. Aber wenigstens ist Zelda gerettet. Aber was zum Teufel geht hier ab? Freunde, das hier ist Ganondorfs Dämonenform. Die zweite Phase des Endkampfes hat begonnen. Und hier geht es eigentlich nur darum, einen Pfeil in seine leuchtende Stirn zu schießen. So, aber er verschwindet. Und entweder erscheint er hier durch die Portale, oder er erscheint über mir und will mich zerquetschen. Genau, und das was... genau, oder er weicht einfach so aus. Auf jeden Fall randaliert er ganz schön. So, na warte. Haha, und jetzt einfach auf seinen Bauch schlagen, also auf die weiß leuchtende Stelle auf seinem Bauch. Das ist seine verwundbare Stelle. So. Wow, er wollte mich wieder zerquetschen. Na warte, komm her. Und daneben, so, eine Riesenwirbelattacke macht natürlich den allergrößten Schaden. Das heißt, da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Also, so. Oh, genau, aber jetzt, da er schon geschwächt ist, muss ich mich in einen Wolf verwandeln, warten, dass er aus einem Portal erscheint, und dann muss ich versuchen, ihn zu stoppen. So, anvisieren. A gedrückt halten und dann einfach auf die Seite werfen. Und dann könnte ich ihn auch als Wolf angreifen, aber besser ist es, man verwandelt sich wieder in einen Menschen zurück und greift mit dem Schwert an, weil damit macht man einfach mehr Schaden. So, und zack! Drei Riesenwirbelattacken reichen aus, um diese Phase des Endkampfes zu gewinnen. Sieht ja ganz so aus, als sei es das für Ganondorf gewesen.
Mary... Prinzessin... Ich... Sagt jetzt nichts, Midna. Es war zwar nur für eine kurze Zeit, aber euer Herz und meines waren eins geworden. Was waren denn meine Leiden verglichen mit denen, die ihr auf euch genommen habt? Oh nein! Der lebt ja immer noch! Ja, so einfach ist Ganondorf wirklich nicht zu besiegen. Aber was sollen wir nur tun? Midna, was hast du vor? Nein, das darfst du nicht tun, er wird dich töten! Nein! Sein. Midna wollte alleine gegen Ganondorf kämpfen und hat Link und Zelda nach draußen teleportiert in die Hyrule-Ebene. Aber ob sie es schaffen wird? Was zum... Boah! Eine fette Explosion! Oh nein! Das sieht nicht gut aus! Aber das ist doch... Midnas Schattenkristall! Nein! Er hat sie doch nicht etwa... Dieses Monster! Oh mein Gott, er kommt her! Oh nein! Was sollen wir jetzt tun? Ihr Lichtgeister, die ihr mit eurer Macht die ganze Welt erstrahlen lasst, ich bitte euch, verleiht mir die Kraft des Lichts, auf das ich das Böse besiegen möge. Die einzige wirksame Waffe gegen Ganondorf, abgesehen vom Master Schwert. Link, du bist der auserwählte Held. Ja, das wusste ich schon lange, aber danke, dass du es mir nochmal sagst. Leih auch du mir deine Kraft in diesem letzten Kampf. Wie episch, Zelda verbeugt sich vor Link. Ich werde versuchen, Ganondorfs Bewegungen mit meinen Lichtpfeilen zu verlangsamen. Lenk du ihn ab, aber bleib nah genug an ihm, dass meine Pfeile ihn erreichen können. Ja, jetzt hat die dritte Phase des Endkampfes begonnen. Ich reite auf Epona und Ganondorf auf seinem schwarzen Pferd und ich muss es jetzt schaffen, so zu reiten, dass ich hinter ihn gelangen kann und dann muss ihn Zelda mit einem Lichtpfeil treffen, sodass er betäubt ist und Link zuschlagen kann. Aber das ist meiner Meinung nach die schwierigste Phase. Vor allem, da er jetzt gleich auf mich zugeritten kommt mit seinen, genau, mit seinen Phantomreitern. Und wenn die mich treffen, dann fliege ich vom Pferd runter. So. Oder auch wenn er, wenn er meiner Nähe ist. So. Anvisieren. Und
Treffer. So, schön beschleunigen und Wirbelattacke. Und so, ja, das muss man eigentlich nur in dieser Phase machen. Zelda muss ihn mit den Lichtpfeilen treffen. So, am besten reitet man immer ganz dicht bei Ganondorf. Dann erwischt man ihn auch. So, wow, cool. Drei Riesenwirbelattacken haben ausgereicht, um auch diese Phase jetzt schon abzuschließen. Das ist ja krass. Aber war es das wirklich schon? Nein, das war es natürlich immer noch nicht. Der hält aber auch viel aus. Du kämpfst sehr gut, aber genug palabert. Ich habe nur einen Wunsch. Mit dieser meiner Klinge will ich alles Licht der Welt endgültig zum Erlöschen bringen. Und hiermit beginnt die vierte und letzte Phase des Endkampfes, ein Schwertduell, Mann gegen Mann, entweder er oder ich. Schattenfürst Ganondorf. Und Ganondorf ist ein meisterhafter Schwertkämpfer. So, aha, bei Zufall muss ich einfach so schnell wie möglich den A-Knopf drücken, dass er zurückgedrängt wird und dann einfach angreifen. Immer schön auf die leuchtende Stelle in seiner Brust zielen. Er hat aber auch noch wesentlich mehr Techniken drauf. Also er kann springen und hinter mich gelangen. So, und er blockt eigentlich auch ziemlich viele meiner Schläge einfach ab. So. Autsch. Ja. Ha, das war wohl nix. Das war ein Fehler. So, am besten ist, man lässt es immer auf den Zufall ankommen, weil dann kann man eigentlich den größtmöglichen Schaden anrichten. So, gleich wieder mal Energie auffüllen. So. Ja, und wie gesagt, sobald Ganondorf dann am Boden liegt, werde ich den Part beenden, damit ihr im, wow, im nächsten Part die vollen Credits genießen könnt. Also ihr werdet nichts verpassen. So, na los, komm her. Wow. Ja, na warte. So, und lässt es nochmal... Wow, aua. Lässt es nochmal auf einen Zufall ankommen. Wir werden sehen. Wow. Lässt du mich wohl in Ruhe? Wow. Ich glaube, er ist mächtig sauer auf mich. So. Schade, jetzt hätte ich fast die Chance für einen Zufall gehabt. Nein, so nicht. Warte, ich krieg dich schon. Ich krieg dich schon. Diese epische Kampfmusik. Aua. Was soll denn das? Daneben. Hier bin ich. So, Moment mal. Ich glaube, der Abstand muss auch relativ groß sein, damit dieser Zufall passieren kann, oder? Moment mal. Autsch. Okay. Naja, aber wie gesagt, es ist ja die letzte Phase. Deswegen... Ha, jetzt! Na warte, du bist sowas von tot! So, einfach eine fette Riesenwirbelattacke und dann... Ah, nimm das und das und den! So, und jetzt noch den Fangstoß zum Schluss! Das war's. Freunde, ich habe es geschafft. Ganondorf, der Großmeister des Bösen, liegt am Boden und ist besiegt. Und hiermit endet dieser Part.